Diese Geschichte beginnt damit, dass ein russischer Mann beschloss, dass es Zeit für einen Umzug sei. Irgendwo in der Einöde, weit weg von der Stadt, fand er ein verlassenes Gehöft. Das Haus lag weit entfernt vom nächsten Dorf und war stark renovierungsbedürftig. Es war 1918 gebaut worden und war somit schon mehr als 100 Jahre alt. Auf den ersten Blick wirkte das Haus einfach nur traurig und verlassen. Auch der Garten machte einen trostlosen Eindruck mit all seinem Dickicht und den vertrockneten Pflanzen. Die Fenster waren vernagelt und im Inneren war das Haus durch eine Trennwand in Einzelzimmer und Küche unterteilt. Es hatte nur eine Gesamtfläche von 40 Quadratmetern, aber der Käufer war fest entschlossen, die Arbeiten so schnell und effizient wie möglich zu erledigen. Er reduzierte die Kosten, indem er dank seines handwerklichen Talents alles selbst bewerkstelligte. Die alten Fenster ließ er durch doppelt verglaste Fensterscheiben austauschen. Nachdem zuvor bereits mindestens 15 Schichten alter Tapete entfernt worden waren, konnte er endlich die Böden erneuern. Auch die Wände und Decken, an denen die Farbe bereits bröckelte, erneuerte er. Anschließend bemalte er sie in kräftigen und warmen Farben wie Orange. Zudem fügte er Holzelemente in einer Kontrastfarbe hinzu, um einige Unregelmäßigkeiten zu verbergen. Der vorige Besitzer hinterließ ihm im Garten mehrere Apfelbäume, von denen er einige der alten Zweige, die bereits auf dem Boden lagen, aufsammelte. Er verwendete sie als dekorative und natürliche Elemente in seinem Wohnzimmer. So hatte er auch im Inneren seines Hauses immer das Gefühl, mit der Natur verbunden zu sein und einen Teil seines Gartens ganz nah bei sich zu haben. Aus einigen anderen Holzresten stellte er Möbel her, wie zum Beispiel einen Tisch für seine Couch. Die Couch-Ecke war ihm besonders gut gelungen, denn hier konnte der handwerklich begabte Mann in Ruhe einen Abendtee genießen oder am Kaminfeuer verweilen. Die neuen Vorhänge vervollständigten das rustikale Interieur und verliehen dem Innenleben jede Menge Stil und Frische. Zu dem Haus gehörte außerdem ein alter Steinkeller, der von jeder Menge Müll verdeckt war. Die Wände des Kellers waren jahrhundertelang aus riesigen Kopfsteinpflastern angelegt worden. Sie glichen somit einer mittelalterlichen Burg und diese besondere Optik inspirierte den Mann dazu, die Struktur zu erhalten. Sie eignete sich perfekt für das Anlegen eines Weinkellers. In seinem Garten befanden sich zudem zahlreiche Brunnen, die er jedoch nicht mehr in Betrieb nehmen konnte. Stattdessen verwandelte er sie in wunderbare Wohlfühloasen, indem er sie mit farbenprächtigen Blumen und Pflanzen versah und gemütliche Holzbänke zum Beobachten der Vögel aufstellte. Er musste zwar viel Geld und auch jede Menge Zeit in sein Bauprojekt investieren, doch letztendlich hat es sich gelohnt, denn nun konnte er endlich in seinem selbstgestalteten Traumhaus wohnen, das ihm genau die Atmosphäre und auch die Einsamkeit und Ruhe bot, nach die er sich als Künstler sehnte. Hast du auch schon mal ein altes Objekt restauriert? Teil deine Erfahrung mit uns in den Kommentaren. Bis bald. Dir gefallen Stories und Ereignisse rund um die Welt? Dann bist du bei Zeitgeist genau richtig. Abonniere jetzt kostenlos, aktiviere die Glocke und sei ein Teil von Zeitgeist. Nun verpasst du keine Videos mehr.